Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein Video zum Thema Schwingung erhöhen oder Schwingung hochhalten. Was ja in der heutigen Zeit gar nicht so leicht ist, wenn man sich tagtäglich von den Medien berieseln lässt. Was machen die Medien? Aber das ist jetzt nicht nur seit der Pandemie, das war auch vorher schon. Man sieht ja meistens nur Nachrichten, die Angst auslösen, Panik auslösen, Unruhe auslösen, Mitleid auslösen. Das sind alles Emotionen mit einer niedrigen Frequenz, die dich dann auch niedrig schwingen lassen, die dir dann auch Unbehagen auslösen, Ängste auslösen. Und somit beeinflusst es dein Leben. Ganz einfach. Es gibt so eine Grafik, da sind auch genau die Frequenzen aufgelistet für die jeweilige Emotion. Höhere Emotionen, Liebe, Dankbarkeit, Wertschätzung, Aufrichtigkeit, ja, Vertrauen, Mut, Hoffnung, das sind Emotionen, die dich höher schwingen lassen. Und dann gibt es die niedrigere Emotionen, also die dich niedrig schwingen lassen, so wie Hass, Wut, Mitleid ist auch, also wenn du Mitleid fühlst, was ja auch in den Medien oft ausgelöst wird durch Unruhen, Katastrophen und so weiter. Das lässt sich auch niedrig schwingen. Wie können wir unseren Tag beeinflussen, unser Leben? Es ist individuell, aber das Rezept im Endeffekt, die Basis ist gleich. Tu Dinge, die dir gut tun, die dir einen Mehrwert geben und die dich erfüllen. Und das kannst du mit, ich sage jetzt deshalb individuell, ich sage dir, was ich zum Beispiel mache, was mich höher schwingen lässt, ist mein täglicher Spaziergang in der Natur, Yoga, überhaupt so Bewegung, ein bisschen Sport. Ihr seht ja, ich bin jetzt hier auch mit dem Fahrrad, hier auf dem Berg. Sonne geht bald unter. Hier ist noch ein Fußballplatz. Hier. Und hier so eine Tribüne. Falls hier mal gespielt wird. Ja, das sind so Dinge, die mich jetzt höher schwingen lassen. Meditation. Das Thema so Ernährung, gesunde Ernährung. Ne, wenn ich mir was Schönes koche, das lässt mich höher schwingen. So, trifft es auf dich zu? Weiß ich nicht. Ne? Es gibt viele Menschen, die kochen nicht gern. Die machen nicht gern Sport. Yoga geht auch nicht. Deshalb, jeder muss das für sich selber rausfinden. Also nochmal, die drei Dinge. Etwas, was dir gut tut, was dich erfüllt und was dir einen Mehrwert gibt. Lenke deinen Fokus auf die Dinge, die du beeinflussen kannst und nicht, also auf die positiven Dinge auch und nicht auf die negativen, die du eh nicht beeinflussen kannst. Also ich sage, natürlich, ich schaue jetzt seit, ich glaube 2014 kein Fernsehen mehr. Also 7 Jahre. Aber mir ging es auch hauptsächlich so um das Thema Medien. Ne? Ich kann doch eh nichts an diesen ganzen Katastrophen ändern. Ne? Aber es lässt dich einfach niedriger schwingen. Also, ich schaue, ob ich diese Grafik finde, aber stell dir einfach mal die Frage, wie hat mein Tag heute ausgesehen? Welche Emotionen habe ich ausgesendet? Und vielleicht siehst du dann auch die Zusammenhänge, warum es dir in manchen Phasen nicht so gut geht und in manchen Phasen doch so gut geht. Und du wirst sehen, du wirst recht schnell merken, dass es immer darauf zurückzuführen ist, ne? Welche Emotionen du aussendest. Ne? Die Zukunft ist das Jetzt. Also was du heute denkst, fühlst und so wie du handelst, das kommt in dein Leben. So wird deine Zukunft aussehen. Wir können die Zukunft nicht vorausschauen. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Du kannst nur schauen, was du heute machst, wie du heute reagierst, wie du heute handelst, wie du heute denkst, wie du heute fühlst. Ja, ich hoffe, die Message ist angekommen und ja, schreib mal in die Kommentare, wie du deine Schwingung erhöhst. Würde mich mal interessieren, wie das so bei euch aussieht. Und wenn dir das Video gefallen hat, teile es gern, lass einen Daumen hier, ein Abo, werd Teil der Community und wir sehen uns beim nächsten Mal und ja. Ich warte hier noch ein bisschen, bis die Sonne untergeht und dann geht es wieder runter ins Dorf.